Vor allem mit dem Jahreswechsel nehmen sich viele Menschen vor, mehr Sport zu machen. Und auf dem Papier sieht das ja eigentlich auch ganz leicht aus. Du nimmst dir was vor, bist motiviert und setzt es dann um. Und in unserem Fall, du bewegst dich mehrmals pro Woche. Doch warum schaffen es die meisten Menschen, obwohl sie stark motiviert ins neue Jahr mit ihren guten sportlichen Vorsätzen starten, diese nicht länger als ein paar Tage oder maximal ein paar Wochen durchzuhalten? Warum bringen diese Vorsätze nicht den gewünschten Erfolg? Die Gründe erfährst du hier im Video. Ich kann nicht verstehen, dass es nicht leicht ist, regelmäßig Sport zu machen, denn schließlich brauchst du eine Menge Zeit dafür, vielleicht auch neues Equipment, um überhaupt loslegen zu können. Vielleicht musst du deine Kinder während der Zeit beschäftigen, in der du Sport machst, oder dein Partner ist noch nicht 100% damit einverstanden, dass du abends kein Essen mehr kochst und stattdessen ins Training gehst. Eigentlich weißt du aber, dass Sport dir gut tun würde. Du bist überzeugt, dass sich deine Rückenschmerzen und Verspannungen bessern würden, wenn du nur regelmäßig ins Fitnessstudio gehen würdest. Du bist auch sicher, dass du mehrmals pro Woche laufen gehen würdest, wenn du es nur früher aus der Arbeit rausschaffen würdest. Doch immer genau dann, wenn du dir vorgenommen hast, heute den Laptop früher zuzuklappen, genau dann kommt irgendwer noch mit was super Dringendem an, das unbedingt jetzt noch erledigt werden muss. Also wieder nichts mit Laufen gehen und so geht es dir ständig. Die Folgen sind, deine Rückenschmerzen werden immer mehr, Verspannungen nehmen zu und auch das unerwünschte Bäuchlein wird im Laufe der Zeit stetig, aber sicher etwas größer. Und das nervt. Du fragst dich oft, warum es bei dir nicht klappt mit dem regelmäßigen Sport, denn schließlich bist du ja motiviert, hast auch ein Abo für ein Fitnessstudio und wenn du es mal dorthin schaffst, dann macht es dir auch Spaß. Oft denkst du dir, dass du einfach nicht genug Disziplin oder Willenskraft hast, um lange dran zu bleiben. Warum klappt es einfach nicht? Weil du dir zu viel auf einmal vornimmst und die Umsetzung dann noch dazu falsch angehst. Ich hatte vor einigen Jahren ein eigenes Fitnessstudio. Immer wieder kamen Interessentinnen vorbei, die mir im Erstgespräch voller Euphorie erzählt haben, dass sie ab sofort dreimal pro Woche trainieren kommen werden und gleichzeitig auch noch ihre Ernährung umstellen wollen. Ich wusste sofort, dass diese Person nach 2 Wochen nicht mehr im Training erscheinen würde. Und das lag definitiv nicht an mangelnder Disziplin oder Willenskraft der Person, denn motiviert war sie bis in die Fingerspitzen. Aus ihrem Blickwinkel hatte sie sich ja auch einen Plan gemacht. 3-mal pro Woche Sport im Fitnessstudio, keine Kohlenhydrate am Abend essen und mehr selbst kochen. Auf den ersten Blick eine gute Sache, denn so planen es viele Menschen. Doch nach kurzer Zeit hören sie wieder auf mit dem, was sie sich vorgenommen haben. Und warum? Weil es einfach zu viel auf einmal war. Sport machen, obwohl vorher gar nichts gemacht wurde, anders essen, was ein Umdenken erfordert, selbst kochen, was deutlich zeitaufwendiger ist als Essen bestellen oder die Mikrowelle anzuschalten. Wie klappt es also mit deinen Vorsätzen? Schritt Nummer 1. Du nimmst dir nur eine Sache vor, also entweder Sport oder anders essen oder mehr kochen. Und erst wenn diese eine Sache gut läuft, dann nimmst du dir eine weitere mit dazu. Schritt Nummer 2. Du definierst genau, was dein Ziel ist mit dieser Veränderung und warum du dieses Ziel als wichtig für dich erachtest. Genauer gesagt, du überlegst, warum du dieses Ziel erreichen willst. Schritt Nummer 3. Du brichst dieses große Ziel in kleine Unterziele runter. Und Nummer 4. Für jedes deiner Unterziele überlegst du dir Verhaltensweisen, sogenannte kleine Habits, mit denen du Schritt für Schritt deinen kleinen und somit auch deinem großen Ziel näher kommst. Passiert das alles über Nacht und du musst nur mit dem Finger schnippen? Sicher nicht. Aber wenn du die richtige Herangehensweise hast, dann verändern sich deine Gewohnheiten. Und Gewohnheiten sind der Schlüssel zu deinem Erfolg. Ganz egal, ob du sportlicher sein willst, gesünder essen oder deinen Körper verändern möchtest. Ich weiß, dass du deine Ziele schon lange mit dir herumträgst. Ich weiß auch, dass du motiviert bist, deine Ziele zu erreichen.
Du hast bisher nur noch nicht die für dich passende Art der Umsetzung probiert und dich zu viel auf deine Motivation verlassen. Doch Motivation ist ein wackeliger Unterstützer, wenn es darum geht, neue Sachen langfristig beizubehalten. Mit der richtigen Methode und etwas Hilfe von außen schaffst du es aber. Denn dann kannst du dir zum nächsten Jahreswechsel etwas anderes vornehmen als Jahr für Jahr die gleichen Ziele. Denn mit meiner Unterstützung wirst du nicht nur dranbleiben, sondern auch noch Spaß beim Umsetzen von kleinen neuen Gewohnheiten haben. Wenn du also zu den wenigen Menschen gehören willst, die auch nach der ersten Euphorie des neuen Jahres noch Sport machen, dann lass uns sprechen. Ich zeige dir, wie du es schaffst, dran zu bleiben, und zwar ohne viel Zeitaufwand und so, dass du auch noch Spaß beim Bewegen hast. Alles, was du tun musst, ist dir einen Termin für ein Gespräch reservieren und dann besprechen wir deine Situation und schauen, ob ich dich bei deinem sportlichen Vorhaben unterstützen kann. Den Link zu meinem Kalender findest du in der Beschreibung unter diesem Video. Bis bald und ich freue mich darauf, wenn wir bald neue Gewohnheiten zusammen angehen, die dich zu deinem Ziel bringen.